Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Devil May Cry 4. So, wir sind hier jetzt in einem interessanten Gang und meine Maus ist im Bild. So, jetzt nicht mehr. Und wir bekommen wieder Monsterbesuch. Was auch sonst. Monsterbesuch, Monsterbesuch. Hallo, wo bist du? Da bist du. Ah, die weißen Rüstungen, natürlich. Ich bin hinter dir. Oh, was haben wir denn dahinter? Das sieht ja interessant aus. Ich bin übrigens wieder hinter dir. Falls du es nicht mitbekommen hast, mein Lieber. Nee, das finde ich gerade nicht so nett. Autsch! Das macht den ja nicht so aus hier, ne? Kannst du jetzt mal drauf gehen? Das ist nett. Oh, das war knapp. Jetzt haben wir schön von hinten in den Rücken. Und das war's auch mit ihm. Ich würde gerne mal wissen, was das hier im Käfig ist. Ist das irgendwie eine Rüstung oder sowas? Ich möchte das haben. Vielleicht werden wir dadurch ja noch krasser. Oh, was haben wir? Was ist das da oben? Was haben wir hier? Hallo? Ah, hier. Wieder eine kleine Zwischenmission. Geheimmission, Schatzsuche. Finden Sie alle verborgenen Kugeln. Es ist ja eine Sache, die kann ich überhaupt nicht. Aber wir versuchen es trotzdem. Ja, hallo? Wo muss ich hin? Ich weiß auch noch nicht mal, wo ich hin muss. Finden Sie alle verborgenen Kugeln? Ja, wo denn? Gescheitert, weil ich durch die Tür gehen wollte. Natürlich. Nochmal. Hä? Wo sollen die denn bitte sein? Hallo, Kugeln, wo seid ihr? Hallo? Okay, hier haben wir was gefunden. Hier muss irgendwo was sein. Alles klar. Ich glaube, ich verstehe es. Oder ich verstehe es auch nicht. Hier irgendwo. Müssen wir jetzt durch die Tür? Wieder gescheitert. Das ist doch gemein. Das ist doch einfach gemein. Finden Sie alle verborgenen Kugeln? Das tun wir natürlich. Hoffentlich irgendwann irgendwie.
Hier waren die ersten. Was hat das mit dem Ding hier zu tun? Weil da dreht das... dreht unsere Hand immer durch. Ich weiß nur nicht warum. Und da hinten in der einen Ecke auch. Hier. Hier hinter so einer Wand vielleicht? Können wir das damit kaputt machen? Eventuell? Das wäre jetzt so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass man diese eine Tür da kaputt machen kann. Man natürlich da nicht hoch, das war ja logisch. Wie, man kriegt den da nicht hoch? Man kriegt ihn hier hoch, aber da auch. Hä? Das ist so. Oh Mann. Besonders. Diese Zwischenmissionen, die hätten sie echt weglassen können. Diese Geheimmissionen. Finden sie alle verborgenen Kugeln. Was ist denn das für eine Mission? Och Mann, ey. Besonders das Ding dreht ja bei jedem kleinen bisschen hier durch. Wo soll man da irgendwas finden? Besonders weil das Ding hier gar keinen Sinn ergibt. Weil es hier nirgendwo in irgendeiner Weise irgendwas gibt, wo wir was finden könnten. Sobald wir durch eine Tür gehen, ist es alles hinfällig. Dass hier was ist, okay, das habe ich ja jetzt verstanden. So, gib her die Dinger. So, da haben wir ja schon im Prinzip die Hälfte. Hier ist nichts. Da hinten in der Ecke ist es am Blinken und am Blitzeln. Hier. Was soll hier sein? Hier ist nichts. Gar nichts. Hier ist eine Tür, aber wenn wir jetzt durch die... Hier ist eine Tür. Hier ist was Verborgenes. Wir müssen das Ding da oben hinkriegen. Wir müssen das Ding da oben... Oh, Mann. Jetzt geh doch mal so, wie ich das möchte. Ey, das ist nicht wahr. Das ist ja wie bei FIFA 16 hier. Das will da nicht durchgehen. Durch diesen Gang will das Ding nicht durchgehen. Hier. Das ist wie eine unsichtbare Wand. Das ist doch nicht mehr wahr. Auf der Minikarte ist da in dieser einen... In diesem einen Winkel ist da eine... Nicht in diesem einen Winkel. In dieser einen Tür sozusagen, was ja eigentlich an sich gar keine Tür ist. Da sieht es so aus, als wäre da eine Tür. So eingezeichnet jedenfalls. Das Schlimme ist, dass wir dieses Ding hier nicht da hochkriegen. Los, jetzt kommt ihr Dinger. Hallo. Das kann keine 10 Sekunden dauern. Hallo. Jetzt kriegen wir keine, oder was? Was soll denn der Bockmist? Ach so, kommen wir hier hoch. Mit einmal, vorhin haben wir es ausprobiert, da ging's nicht.
Das Ding funktioniert auch nicht. So, hier haben wir jetzt die Dinger bekommen. Da ist noch ein Spiegel. Da ist natürlich nichts. Gescheitert, natürlich, weil wir durch eine Tür gehen wollten. Ist das immer random oder wurden wir gerade verarscht, indem wir da die Dinger nicht bekommen haben? Von dem Klingending. Das kann doch wieder nicht sein, dass ich ja eine ganze Folge an diesem Ding hier hocke. So, hier haben wir jetzt endlich welche bekommen. Wie bin ich hier gerade hochgekommen? So. Jetzt gehen wir hinten an den Spiegel und dann hoffe ich, dass da was drin ist. Und dann haben wir diese Mission endgültig, endlich geschafft. Dieser Spiegel ist jetzt natürlich kaputt. Und wir kriegen sie. Alter, Gott sei Dank. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Mir kann keiner erzählen, dass einer diese Mission beim ersten Mal geschafft hat. Das kann mir keiner erzählen. Mal wieder ein blaues Fragment. Endlich. Junge, 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 Junge. So, was soll dieses Ding hier darstellen? Kann mir das jetzt mal einer verraten? Ist eine Leiter? Eine Leiter kann... Ja, eine Leiter geht nicht, ironisch. Natürlich nicht. Also, gehen wir mal da hoch. Ich und meine Neugier, ey. Statt dass ich hier einfach mal an diesen Missionen vorbeilaufe. Wäre doch viel besser. Tut mir leid. Es tut mir echt leid, dass ich so rage, aber... Ey. Was ein Mist. So, was willst du? Komm her. Ein auf den. Das war's schon. Ich habe mich schon wieder auf mehr gefreut. So, die Hand blinkt wieder. Hier können wir diesmal wieder jetzt durch. Was haben wir denn hier? Etwas, wo wir nicht reinkommen. Hier haben wir was. Das ist schon mal schön. Und wieder ein paar Monster. So gehört sich das. Für einen guten Devil May Cry Teil. Was seid ihr für Wesen jetzt? Ach so, wieder dieselben. Autsch. Fand ich jetzt allerdings nicht so nett von euch. Auch das fand ich nicht so nett. Mensch, Nero, jetzt treff doch mal mit deinen. Er geht doch. So gehört sich das.
gerade ein bisschen Angst zu sterben, wenn ich ganz ehrlich bin. Nochmal Glück gehabt. Ich wollte dafür jetzt auch gerade nicht die Dämonenseele aktivieren oder wie das auch immer heißt. So, dann sammeln wir die nochmal ein. Und gehen hier weiter. Untergrundlabor wieder. Interessant. Das ging schon mal nicht. Ah, da ist das nächste. Okay, ich sehe es. Ja. Ich habe nichts gedrückt und du fliegst nicht zweimal aufs selbe. Kann nicht sein. Da ist es. Da. Hier. Nochmal. Oh nein. Ich bitte dich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es sieht zwar so ein bisschen magisch und mystisch aus und naja, vielleicht auch so dämonisch wegen Siegeln und so weiter, aber ich bin ganz ehrlich, sowas gehört nicht in so ein Spiel. Das passt einfach nicht dazu, finde ich. Weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen sehr anstelle, aber ich finde irgendwie, sowas passt nicht in so einen Spiel rein. Das verdirbt es irgendwie ein bisschen. Hier kommen wir doch her. Natürlich. Hier kommen wir her. Und wir sind zurück in der Festhalle. Und können oben jetzt wieder zum Wasserfall. Moment, hatten wir diesen Blick schon mal? Nicht wirklich, oder? Bin mir da nicht so sicher. Bin jedenfalls der Meinung, diesen Blick hatten wir noch nie. So, da wir jetzt aus der Nebenmission wissen, dass es hier was gibt, holen wir uns das natürlich auch. Und eine blaue Kugel kriegen wir da sogar. Besser als so ein paar rote da in der Nebenmission. In der Galerie, da hockt wieder was rum. Na, Hallöchen! Euch kenne ich auch aus der Nebenmission. Da wart ihr drin. Und habt mir echt meine Laune verdorben, ihr Blöden. Jetzt darf ich euch auch endlich mal angreifen. Nicht so wie da, wo wir das mit Ausweichen oder wie auch immer es jetzt funktionieren soll. Ich weiß es immer noch nicht. Ist ja immer noch die gleiche Aufnahmesession. Alter, hallo, übertreibt's mal nicht. Wie viel haltet ihr denn aus? Komm her hier. So, na geht doch. Ach, noch mehr. Kriegst du halt auch noch mal auf den Sack, du. Wie, lebst immer noch? Hau ab, du. Immer noch. Jetzt aber. Nimmer wiedersehen. So, die Bibliothek. Hup. Ist ja schön, dass ich hier jetzt auf einem Balkon stehe. Was auch immer. Ich kann nicht alles finden. Freunde, ich kann nicht alles finden. Und ich möchte mich auch nicht so dolle damit aufhalten, immer alles zu finden und alles zu schaffen. Weil manche Sachen sind echt unmöglich. So, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier hin. Wie kommen wir da rein? Wir sollen angeblich hier durchkommen.
Also können wir im Prinzip sagen, da wo ich bin, das ist Blödsinn. Wir müssen wo ganz anders hin. Gnarf. Gnarf.